So, Kohle sammeln. Stöckchen sammeln und ausbuddeln. Die brauchen wir auch anscheinend für fast alles. Oh, hier sind schön viele. Die kommen alle mit. Aber ja, ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht, was die Wölfe angeht. Also klar, das Programm denkt jetzt wahrscheinlich, wir haben gerade erst mit dem Spiel angefangen. Und die wollen jetzt uns nicht gleich eine Horde Wölfe auf den Hals schicken. Aber, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir wissen ja auch gar nicht, wie stark die sind. Denn so wirklich gut mit den Kämpfen klargekommen sind wir bisher nicht. Oh, und wir sollten mal die ganzen Gräber neu ausgraben. Ob da vielleicht irgendwas anderes jetzt drin ist. Ja, musst du schon gedrückt halten. So, wir haben gefunden einen Spielzeugroboter. Okay. Du. Den können wir gleich mal verforschen. Obwohl ich da echt eigentlich keinen Sinn mehr drin sehe, wenn wir selbst die Tannenzapfen für 3 verforschen können. Also klar, das Ding wird wahrscheinlich 50 bis 80 Punkte oder so geben. Aber ich glaube, ich mache lieber eine Kuriositätensammlung auf. Oh, und neue Sprüche bei dem Grabstein. Hey, das ist mein Name. Da gucke ich doch gleich mal, was beim anderen Grab stand. So, was war hier drin? Noch ein Spielzeugroboter. Das andere Grab war hier. Hey, da steht mein Name drauf. Also haben sie das, da steht bla 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 drauf, ersetzt durch, hey, da ist mein Name drauf. Schade. Ich dachte, die hätten jetzt also richtig viele Sprüche eingefügt. Ah, mal gucken. So, Karte wieder richtig drehen. So ist richtig. Denn ich habe da oben gerade noch ein Grab entdeckt. Genau da, versteckten sie den Bäumen. Oh, ja, es sind doch andere Sprüche. Ich hatte eben nur Pech gehabt. Also dieser Grabstein ist leer. Steht nichts drauf. Oh, wir brauchen eine neue Schaufel. Schaufel. Und eine Spielzeugrakete. Das Design kenne ich doch. Ist das von Dingens? Flash Gordon? Ich glaube ja, das ist ja cool. Na gut. Auch wenn in den 60ern oder was alle Raketen so aussahen. Also in Science-Fiction-Serien. Aber, ja. So, du kommst auch noch mit. Dann wird die Karte neu gedreht, sonst kann sich der arme Geogon nicht orientieren. So. Jetzt sind wir wieder richtig. Und habe ich mich gerade verguckt oder ist da ein Stein? Wir hätten die ganze Zeit Steine auf der Insel in diesem kleinen Fitzelchen da oben. Ah, ist ja nervig. Axt. Hier machen wir mal kurz Platz. Wir haben ja noch genug Zeit, bis es dunkel wird. Und wo ich den Bärenbusch da oben links gerade mal sehe, ich glaube, die müssen wir auch inzwischen mal wieder düngen. Aber mitnehmen können wir ihn leider nicht. Wir haben nicht genug Platz im Inventar. Und das, obwohl wir jetzt diesen Rucksack haben. Aber ja, sobald man mir mehr Inventarplatz gibt, mülle ich den einfach nur mehr zu. Zwischendurch schön essen. Auch wenn es wieder das Falsche war, ich hätte lieber die Beeren essen sollen. Und der Stack ist voll. Dann isst doch mal das rohe Fleisch. So. War bestimmt nicht lecker, aber unser Wilson ist abgehärtet, der schafft das schon. Der hat jetzt schon fast 40 Tage in dieser Horrorwelt überlebt. Da unten war der Stein. Genau, stinknormaler Stein mitten auf der Insel. Ich habe die ganze Zeit gemeckert, dass wir keine Flinte haben. Ach ja. So, dafür haben wir keinen Platz. Ah, fürs Flint müssten wir Platz haben. Genau. Schaufel. Ich finde es ein wenig irritierend, dass der Rucksack jetzt hier ist. Aber wahrscheinlich nur Gewöhnungssache. So, wir haben schon 17 Büsche ausgegraben. Das müsste doch langsam reichen. So, wird eh gleich Nacht. Dann haben wir diesen Tag eigentlich nur Büsche ausgehebelt und ein paar Gräber. Aber ja, das passt schon. So,
Dünger können wir auch mal mitnehmen. Auch wenn die Yaks inzwischen über die ganze Insel verteilt sind. Die waren ja am Anfang echt nur hier. So, ach genau, wo ich den Schmetterling gerade sehe. Ein Käfernetz wollten wir auch noch bauen. Also ja, wir wollen alles bauen und forschen und was weiß ich. Und da komme ich meistens doch nicht dazu. Erstmal die Kohle rein. Und das Holz rein. 2, 3, 4, 5. So. Dann wollen wir ein paar mehr hiervon pflanzen. 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal hier. Und dann irgendwo anders, wo es nicht unbedingt direkt brennt. Sagen wir mal hier. Den Rest. 2, 3, 4, 5. Und den Rest verforsche ich. Sehr gut. Das ganze Gras ist auch schon wieder da. Dann müssten wir jetzt abgesehen von der Kohle eigentlich alles haben, was wir brauchen. Also für das eine zumindest. So. Erstmal will ich das gute Fleisch wegstecken. Damit ich das nicht aus Versehen schon wieder esse. So. Wir haben hier immer noch das normale Fleisch und die ganzen Beeren. Die ich mal zwischendurch essen sollte. Genau. So. Wir haben jetzt hier jede Menge Seil. Das brauchten wir für... die Beamine? Nein. Sleep Dart? Nein. Pickhouse. Das Ding hier. Das könnten wir jetzt herstellen. Dazu brauchten wir 4 Bart. So. Wir bräuchten 4 gutes Fleisch. So. Und wir brauchten mehr Bretter, richtig? Ja, mehr Bretter. 1, 2. Und tada. Oh, wir müssen irgendwas aufstellen dafür. Okay. Was für ein gut aussehender Teufel. Das soll wohl ein Bild von uns sein. Ich verstehe es nicht ganz. Also wenn wir jetzt sterben sollten, tauchen wir hier wieder auf und die Figur verschwindet? Was würde Sinn machen? Können wir es jetzt nochmal bauen? Aber wahrscheinlich, wenn wir das Fleisch hätten. Okay. Fleisch zurück. Haare zurück. Das heißt, der einzige Haken ist dann halt die Bartproduktion. Das dauert ja eine ganze Ecke, bis er nachgewachsen ist. Es war halt nur gut, dass wir jetzt so viel auf Vorrat hatten. Aber okay. Was wollten wir noch? Wir wollten... Na, schon wieder Tag. Wir wollten Werkzeug... Hammer bauen. Dafür brauchen wir 3 Steine. Werkzeug... Hammer... bauen. So, damit sollen wir jetzt Sachen abbauen können. Auch weil ich momentan nicht wirklich was zum Abbauen habe. Oh, und unser Bart ist... Nein, nicht ausbuddeln. Nur abbauen sollst du die. So. Auch wenn wir momentan noch nicht wirklich was zum Abbauen haben mit dem Hammer. Und da ist schon wieder in die Falle gegangen. Schon wieder ein Vogel. Das sind echt komische Vögel. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Njam, njam, njam. Wir könnten unser Basislager jetzt weiter nach unten verlegen. Jetzt, wo wir so viel Inventarplatz haben und den Hammer, um die Sachen abzubauen. Aber eigentlich mag ich das hier oben ganz gut. Das ist schon richtig heimelig geworden. Und wir haben immer noch sehr viel, was wir erforschen müssen. Also ich denke mal, zuerst werden wir hier bleiben. Schon wieder was in die Falle. Wozu haben wir jetzt überhaupt die Vogelfalle, wenn die Vögel in die normalen Fallen reinlaufen? Na gut, das war jetzt eine rote Feder. Also wir haben rote Feder und wir haben schwarze Federn. So. Da ist schon wieder ein Vogel. Komische Vögel. So, der Stapel ging bis 40, glaube ich. Das machen wir nochmal schnell voll. Und danach kümmern wir uns um die Beerenbüsche.
dass wir die neu düngen. Da oben. Ah, die haben sogar Beeren dran. Sehr schön. Also ja, Nahrung ist momentan echt gut. Wir haben noch einen guten Vorrat an Fleisch und wir kriegen immer wieder neues Fleisch durch die ganzen Vögel, die unsere Fallen tappen. Wir haben unsere Beerenbüsche. Soweit echt alles gut. Ah, der ist wieder klein geworden. Und hier kommt bestimmt gleich wieder ein Truthahn raus. Ja, genau, du doofes Ding. Lauf weg. So, die drei müssen jetzt wohl gedüngt werden. Düngen. Können wir die im Voraus düngen wie die Felder? Nein, können wir nicht. Okay. Die Geräusche sind echt cool. So. Du bist schon gedüngt. Hier müssen noch zwei gedüngt werden. Und der ist immer noch da. Ich versuche dir mal noch so Fallen zu locken. Die waren noch irgendwo weiter unten. Okay. Einmal oben rum. Wie bei den Kaninchen eine Linie bilden. Eine Linie bilden. Und die wurde schon ausgelöst, die Falle. Außerdem ist das Ding wahrscheinlich viel zu groß dafür. Ja, nee. Das wird so nix. Da brauchen wir wohl echt diese neue Waffe. Wo war die? Sleep Dart. Das ist wohl so eine Art Blasrohr. Da bräuchten wir zwei Papyrus und einen Stinger für. Stinger sieht wie von einer Biene aus. Aber wir wissen noch nicht, wie wir mit den Bienen umgehen müssen. Da müssen wir erst experimentieren. Haben wir noch Dünger für die Büsche da? Jo, jede Menge. Sehr schön. Auch wenn es ein wenig eklig ist, so viel davon in einer Kiste mit dem ganzen Essen zu haben. Aber das ignorieren wir mal. So, düngen. Die Felder auch alle mal düngen. Da passt ja jede Menge rein. Vor allem das gute Feld auch. Da passt richtig viel rein. Ja, das sollten wir erst zu Ende düngen und dann überall gleichzeitig die Samen reinpacken. Platz wird langsam echt ein Problem. Also die Feder kam wieder da rein. Die andere Feder auch. Dann packen wir die Spielzeugroboter dahin und die Rakete dahin. Die Seide kann eh einsortiert werden. Die habe ich aus Versehen immer da gelassen. So. Und die Seile können auch wieder in die Kiste. Vorerst. Die Steine brauchten wir, um daraus geschliffene Steine zu machen. Und davon brauchten wir 3 oder 4 Stück für die bessere Maschine. 4 Stück. Oh, ich glaube, wir hatten noch welche auf Vorrat. Ja, hatten wir schon. Okay, das heißt, es fehlen nur noch 4 Bretter. Wir haben aber nicht genug Holz. Nö. Also noch ganz fix 1, 2 Brümme abhacken. Auch wenn es jetzt gleich schon wieder dunkel wird. Das hätten sie ruhig auch mal machen können. Den Tag ein wenig länger. Also natürlich auch die Nacht ruhig dementsprechend ebenfalls länger. Beide Zahlen meinetwegen verdoppeln. Aber so finde ich das doch ein wenig hektisch alles. Aber ja, ist wahrscheinlich auch der Sinn des Ganzen. Soll ja auch Druck aufgebaut werden. Und gerade jetzt durch die Wölfe, Bienen und was weiß ich, die immer mehr werden sollen, auch wenn wir noch keinen einzigen von denen gesehen haben, dadurch wird halt auch Druck aufgebaut. Damit man nicht immer an derselben Stelle hockt und damit man sich ein bisschen anstrengt. Also sonst ist das Spiel hier echt ein bisschen zu langweilig. Was ja an sich nicht schlimm wäre, aber es gibt nicht genug Optionen, was man machen könnte, wenn es wirklich ganz ungefährlich wäre. Das wäre dann so wie Minecraft ganz am Anfang, ohne Gegner. Kann man ein bisschen was machen, aber halt nicht so viel, wie man heute machen kann. Mit den ganzen Mods zum Beispiel. So, wir haben es gleich spätere Nacht und ich habe kein Licht angemacht. Feuer! Schnell. 1, 2, 3, 4. Ich muss mich selbst daran erinnern, öfters Kohle zu holen. Sonst verfeuere ich das ganze Holz, das ich für die Bretter brauche, immer wieder. So. Essen. Die Tannenzapfen alle gleich verforschen. Damit wir da immer einen guten Wert haben und zwischendurch was Neues erforschen können, wenn wir es denn wollen. Ah, da oben haben wir auch noch 6. Das könnte ja fast reichen. Ne, es fehlt 2 Holz. Komm schon, irgendwo in unserem Lichtradius muss doch ein Baum sein. Genau. Hoffentlich kommt da jetzt kein End raus.
Nö. Jetzt müssen wir die Balken finden. Da ist einer, da ist einer, da ist ein Pinecone. Das reicht ja schon. So, zurück zum Licht. Wir hätten gerne einen Balken. Zwei Balken. Drei Balken. Vier Balken. Und jetzt brauchen wir nur noch Gold. Was ja gar kein Problem ist. So. Und jetzt müssten wir das beste Forschungsdingens bauen können. Erstmal erforschen. Und jetzt bauen. Direkt neben die andere Maschine. Tada. Sieht ja sehr skurril aus mit den Dingern da oben drauf. Okay. Ich gucke mal, ob irgendwo was Neues freigeschaltet wurde. Aber ich denke nicht. Wir können jetzt einfach die Sachen hier erforschen. Das heißt, die Liste wurde nirgendwo erweitert. Das finde ich schade. Also man konnte von vornherein alles sehen, was man erforschen kann. Den Pot zum Beispiel. Da brauchen wir noch 100 Punkte für. Ah, gut. Also jetzt nicht so toll, wie ich erwartet hätte. Aber wir haben es jetzt schon mal. Das ist doch auch gut. Verkochen wir noch ein paar Beeren. Den Tag über was zu knabbern haben. Und dann legen wir die Steine und die Steinblöcke mal zurück. Aber das machen wir alles erst nach dieser Folge. Also bis gleich.